Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Snapshot-Video, / Pre-Release-Video, denn gestern am 18. kam die 1.17.1 Pre-Release 1 raus, seht ihr hier oben, und da wurden ein paar kleine Fehlerkorrekturen gemacht, ein paar Updates halt, und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like, gerne auch einen Kommentar da, wenn ihr wollt, gerne auch ein Abo, würde mir sehr helfen, und dann fangen wir mal an. Mit den Axolotls, und zwar die blauen Axolotls, die können jetzt nur noch durch Züchten, also durch Paaren, bekommen werden. Die können nicht mehr naturell spawnen, also ihr habt jetzt kein Glück mehr, dass die unterirdisch irgendwo sind, sondern nur noch per Paarung. Dann, von einer Paarung zur nächsten, und zwar Ziegen. Nicht schreiende Ziegen, wenn man die miteinander paart, haben jetzt eine Möglichkeit, dass eine schreiende Ziege rauskommt. Oh. Wer gerne Ziegen verarmt und gerne Ziegen zu Hause aufbewahrt bei seiner Base, ist Bescheid. Dann wurde die Droprate von Kupferbarren bei Ertrunkenen erhöht, und zwar auf 11%. Und je nachdem, was für Looting ihr habt, nochmal plus 2% drauf. Also im Grunde so ähnlich wie bei den Wither-Skelett-Skulls. Das heißt also 11% von Natur aus schon mal Drop-Chance, und dann halt mit Looting 3 wären es dann nochmal 6%, sprich maximal 17% Drop-Chance. Hört sich noch eine Kupferfarm an. Dann Pulverschnee in Kesseln. Wenn ihr jetzt einen Kessel aufstellt in einem High-Mountain-Biom, kann er sich dann Pulverschnee drin sammeln, und das geschieht jetzt zweimal schneller. Also die Zeit wurde verdoppelt. Ist aber immer noch langsam. Sagt zumindest Mojang. Gut. Mal ausprobieren. Und dann gab es etwas, und zwar Zombies, Zombie-Dorfbewohner und Husks. Und dann auch noch Drown, also die Ertrunkenen. Die konnten leuchtende Tintenbeutel aufnehmen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Also die mögen die nicht mehr, die nehmen nicht mehr auf. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Und Statuseffekte auf Ziegen gelten jetzt auch, wenn die Ziegen springen oder rammen. Also da gab es anscheinend den Fehler, dass halt Statuseffekte, wenn die Ziegen hatten, während des Springens und während des Rammens nicht, ja, keine Auswirkungen hatten, nicht da waren. Ja, und dann gab es noch einiges an Bugfixes. Es gibt auch eine aktuelle Version des Data Packs für die 1.18 Version. Werde ich euch unten verlinken. Und das war's dann schon auch. Kurz und knackig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im wahrscheinlich 1.17.2 Pre-Release-Video wieder. Ich denke mal nicht, dass es hier einen weiteren Pre-Release geben wird, dass ja bloß kleine Änderungen sind. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.